Hallo, herzlich willkommen zu einem neuen Video. In diesem Video soll es ganz kurz und knapp und prägnant um die Theorie von John Rawls gehen, um diese berühmte Theorie des Schleier des Nichtwissens und der Frage, wie eine gerechte Gesellschaft durch ein Gedankenexperiment konstruiert werden könnte und auf welche Prinzipien sich eine Gesellschaft, die so entscheiden würde nach den Mechanismen, wie John Rawls es vorschlägt, wie die aussehen würde. Also wie würde die strukturiert sein, durch welche Grundprinzipien. Darum geht es John Rawls. John Rawls hat 30 Jahre in Harvard gelehrt, war dort Professor für Philosophie. Und dieses berühmte Werk, um das es gehen wird und soll, ist 1971 erschienen, A Theory of Justice. Und man muss tatsächlich sagen, eines der bedeutendsten Werke oder vielleicht das bedeutendste Werk der politischen Philosophie im 20. Jahrhundert. Warum auch? Also vor allem auch deshalb, weil die normative politische Theorie und auch die ethische politische Theorie dadurch wieder belebt worden ist, nachdem die doch ein paar Jahrzehnte sozusagen eingeschlafen war. Und dadurch wurde er relativ schnell bekannt und relativ schnell berühmt. Er hat dann auch ein paar Revisionen vorgenommen oder auch auf Kritikpunkte geantwortet. In einem weiteren Buch, 1995 erschienen, Politischer Liberalismus, hat dann auch noch versucht, ist auch sehr spannend, diese Theorie des Schleiers des Nichtwissens und der Gerechtigkeitsprinzipien, die daraus entstehen, anzuwenden auf das Völkerrecht. Eben auch auf die Frage von internationalen Beziehungen. Das ist 1999 erschienen. Und dann eigentlich eben herausgegeben von Aaron Kelly, ein Band, den er aufgrund der Krankheit, seiner Krankheit auch nicht mehr ganz selbst vollenden konnte, zumindest so in der Art und Weise, wie er es intendiert hatte, nennt sich Gerechtigkeit als Fairness, 2001 erschienen. Und das würde ich tatsächlich empfehlen. Das finde ich auch sehr gut, weil er hier nochmal die Theorien aus A Theory of Justice zusammenfasst und auf den Punkt bringt, aber eben auch erweitert und vor allem auch auf Kritik antwortet. Das Ganze, also seine Art der Theorie, gehört in den breiteren Bereich der Vertragstheorien, zu denen es ja auch schon einige Videos gibt, wer sich dafür interessiert. Mit einer Besonderheit bei Rawls, nämlich dass er das Gerechte vor das Gute stellt, also Vorrang des Rechten vor dem Guten. Das ist im Prinzip einfach seine Wahl, die er trifft, oder auch seine Grundannahme, sozusagen eben, worauf würden wir uns einigen, wenn wir hinter diesem Schleier des Nichtwissens sitzen würden. Und das muss man natürlich auch für diese Theorie, damit die schlüssig ist, akzeptieren. Denn man kennt natürlich aus der politischen Philosophie ganz andere Schwerpunkte, so wie Aristoteles zum Beispiel zunächst mit dem Guten beginnt. Und wie gesagt, hier ist es umgekehrt. Also es geht ihm primär um die Frage Gerechtigkeit, gerechter Strukturen und Gerechtigkeitsprinzipien. Wir werden gleich dazu kommen. Vorweg. Und eine große Empfehlung, es gibt von Philosophix, SRF Kultur, ein Video dazu, eine Art Comic eben, das Gedankenexperiment veranschaulicht. Und da, ich verlinke das auch, empfehle ich tatsächlich, sich das anzuschauen. Dann kann man sich schon sehr gut vorstellen, was John Rawls meinte unter diesem Gedankenexperiment des Schleier, des Nichtwissens. Starten wir also mit dem, was ich schon gesagt habe, gerade nämlich, dass die Gerechtigkeit hier im Mittelpunkt steht dieser Theorie. Und das bringt auch Rawls direkt auf den ersten Seiten zum Ausdruck, indem er sagt, die Gerechtigkeit ist die erste Tugend. Noch so gut funktionierende Gesetze und Institutionen müssen abgeändert oder abgeschafft werden, wenn sie ungerecht sind. Also dies einfach nochmal, um verstärkt darzustellen, dass er von der Gerechtigkeit oder dem menschlichen Grundbedürfnis auch nach Gerechtigkeit ausgeht, noch bevor wir über andere Tugenden sprechen. Wir wissen ja in der politischen Philosophie der Antike,
waren viele Tugenden wichtig. Aristoteles hat einen gesamten Tugendkatalog aufgestellt, darum heißt das auch die Tugendethik. Rawls sagt von Anfang an, ihm geht es nicht um den Rest. Darum ist es auch keine Ethik sozusagen in einem inklusiven Gesamtentwurf, sondern er sagt das auch tatsächlich, dass es ihm nur um einen Teil eben der Ethik geht und eben diesen spezifischen Aspekt, wie man zu einem gerechten Gesellschaftsentwurf kommen kann. Das gute Leben eben, wie gesagt, zum Beispiel, spielt hier keine Rolle. Also insofern kann man das auch nicht kritisieren bei ihm, denn er hat dezidiert sich einfach für einen bestimmten Aspekt hier entschieden. Dementsprechend nimmt er an, so muss eine Gruppe von Menschen ein für alle Mal entscheiden, was ihnen als gerecht und ungerecht gelten soll. Also er geht davon aus, dass eine Gemeinschaft, eine Gesellschaft, wenn sie funktionieren soll, sich ab einem gewissen, zu einem gewissen Zeitpunkt auch darauf einigen muss. Natürlich kennen wir das auch in Verfassungen und der Zustimmung eben zu Verfassungen, die meist ja nur implizit geschehen kann, weil man in sie hineingeboren wird. Aber Rawls möchte mit dem, was er eben auch nennt, eine realistische Utopie, einen Versuch wagen, wie wir über diese gerechten Strukturen nachdenken könnten, sodass wir alle zusammen zu einem Schluss kommen können, was nun gerecht bedeutet oder was ungerecht heißt. Und er gibt auch eine prägnante Definition dessen, was für ihn Ungerechtigkeit bedeuten würde. So sagt er, Ungerechtigkeit besteht demnach einfach in Ungleichheiten, die nicht jedermann Nutzen bringen. Das ist schon mal ziemlich wichtig, denn man sieht sofort, dass Rawls Gerechtigkeit und Gleichheit miteinander zusammenführt, also zusammenbringt und dass beide Aspekte für ihn miteinander verwoben sind. Also sobald es zu Ungleichheiten kommt, die nur für ein begrenztes Maß an Menschen tatsächlich zum Vorteil dienen, dann handelt es sich um eine ungerechte Situation. Insofern ist, glaube ich, klar, wenn wir uns heute selbst eben Demokratien anschauen, ob es nun um sozioökonomische Bedingungen oder den Status handelt und so weiter, also diese Startbedingungen, die jeder hat. Natürlich gibt es hier viele, viele Ungleichheiten. Und das Problem nun, die sind deshalb ungerecht laut Rawls, weil sie nicht jedem einen Nutzen bringen. Also eine Ungleichheit wäre nur dann zu akzeptieren, wenn sie jedem der Betroffenen auch einen Nutzen bringt. Das ist ganz wichtig, weil das dann in einem der Prinzipien gleich später drinnen steckt. Was man hier schon auch raushört, ist, die Gleichheit spielt eine große Rolle. Solche Theorien nennt man eben auch egalitaristische Theorien oder gehört zum Egalitarismus. Hier gibt es aber sehr viele verschiedene Spielvarianten, denn man kann sich vorstellen, es ist ein Unterschied, ob ich von gleichen Chancen spreche oder gleichen Ausgangsbedingungen oder ob ich versuche, durch das Herstellen von gewissen Strukturen am Ende, also was hinten rauskommt, eine gewisse Gleichheit herzustellen. Also gehe ich von den gleichen Ausgangsbedingungen aus. Oder versuche ich eben ausgleichend zu intervenieren, damit danach sozusagen am Ende dieses Prozesses eine Gleichheit daraus resultiert. Und Rawls nun gehört zu jenen, oder seine Theorie wird auch benannt als ein egalitärer Liberalismus, denn die Freiheit vergisst Rawls nicht. Er ist also wirklich auch ein Liberaler, das muss man betonen. Denn die Grundfreiheiten spielen für ihn eine enorme Rolle, eigentlich eine der wichtigsten Rollen, das werden wir gleich noch sehen. Aber es geht ihm eben vor allem auch um den gleichen Zugang zu Ressourcen. Und wenn nun eine Ungleichheit, wie gesagt, entsteht, dann muss das auch in gewisser Weise ausgeglichen werden. Wir werden gleich sehen, im Anschluss ist es aber nicht zu verwechseln eben mit einem Kommunismus oder mit Ansätzen, die versuchen tatsächlich am Ende eine allgemeine Gleichheit zu erzielen. Denn die Ungleichheit hat bei Rawls in seinem Konzept tatsächlich auch einen Platz. Aber wir kommen noch gleich dazu, wenn es genauer um die Prinzipien gehen wird.
Stellen wir uns nun also diesen Urzustand vor, der bei Rawls tatsächlich ganz fiktiv gedacht ist. Also den gab es nicht, den wird es auch nicht geben, aber wir sollen uns in diese Situation als eine Art Idealsituation hineinversetzen. Der Urzustand ist also jetzt gekennzeichnet vom Schleier des Nichtwissens, wie es auf Deutsch heißt. Ich finde persönlich, dass die Übersetzung nicht ganz gelungen ist, weil Veil of Ignorance auf Englisch doch im Sinne dieses Ignorierens der eigenen Interessen und des eigenen Status, finde ich, ein bisschen präziser ist als das Nichtwissen. Ja. Auf jeden Fall ist eben, und dazu eben nochmal das Video, das kann man sich anschauen von Philosophics, stellt sich Rawls also vor, dass wir nun am Verhandlungstisch sitzen und wir wollen die gröbsten, also die wichtigsten Gerechtigkeitsprinzipien uns über diese einigen. Und das kann nur gelingen, wenn wir selbst vergessen, als wer wir geboren worden sind, in welchen Status wurden wir hineingeboren, sind wir Frau oder Mann, welche körperliche Fitness, über welche verfügen wir, Hautfarbe und so weiter, welche Talente habe ich, all das müssten wir vergessen, weil nur dann würden wir sozusagen objektiv oder zumindest auf eine sehr vernünftige Art und Weise zu bestimmten Grundsätzen gelangen, auf die wir uns alle einigen können. Denn wenn dem nicht so wäre, dann ist jeder immer wieder noch von seinen eigenen Interessen zu stark beeinflusst und geleitet. Man nennt das Ganze eben auch Verfahrensgerechtigkeit, da Rawls ganz einen starken Augenmerk eben legt auf diese Situation, auf diesen Zustand der ursprünglichen Gleichheit unter der Bedingung des Schleiers des Nichtwissens. Also alles, was sozusagen in dieser Situation an Lösungen entsteht und an Einigung, ist legitim und gerecht, weil die Lösung unter gerechten Bedingungen, eben unter Bedingungen der absoluten Gleichheit, erdacht worden sind. Ja? Und darum eben auch Verfahrensgerechtigkeit. Rawls formuliert das auch folgendermaßen: Vor allem, also hinter diesem Veil of Ignorance, vor allem kennt niemand seinen Platz in der Gesellschaft, seine Klasse oder seinen Status, ebenso wenig seine natürlichen Gaben, seine Intelligenz, Körperkraft und so weiter. Die Menschen im Urzustand wissen auch nicht, zu welcher Generation sie gehören. Also auch das wichtig, ja, um generationengerecht sich ein Prinzip zu überlegen. Rawls schließt nun, das kann man hier in dieser Grafik so zusammenfassen, was würde also passieren? Man sieht auf der linken Seite den Urzustand, also das ist diese fiktive Ausgangssituation. In der Situation vergisst jeder, an welcher Position in der Gesellschaft er steht oder stand. Und auf der anderen Seite eben entsteht dann dieses Modell für eine künftige Gesellschaft, wo darüber nachgedacht wird, ganz wichtig eben zum Beispiel Verteilungsgerechtigkeit, also wie werden Güter verteilt, aber eben auch die Frage, welche Grundrechte sollte es geben, Grundfreiheiten zum Beispiel. Und Rawls nun, also wir kommen natürlich auch gleich zum Ergebnis, das Ergebnis sieht man hier unten bei der ursprünglichen Übereinkunft, sagt er, es wird also erstens zu Gerechtigkeitsgrundsätzen kommen, die schauen wir uns dann gleich an, und gewissen Vorrangregeln, also welches Prinzip kommt zuerst und welches sozusagen wird als zweites oder drittes angewandt. Zu dem kommen wir gleich. Aber interessant ist vor allem auch, wovon nun Rawls ausgeht, wie wir in so einer Situation unsere Überlegungen abwägen würden. Also wie, anhand welcher Kriterien würden wir uns entscheiden für gewisse Prinzipien. Und auch das kann man sich ganz leicht vorstellen, denke ich. Er geht hier von der Maximin-Regel aus. Das ist also der Aspekt, wo er mit der politischen Theorie sozusagen die Spieltheorie zusammenbringt. In der Spieltheorie gibt es ja diese Annahme, dass wenn Menschen zusammensitzen und darüber reden, wie etwas verteilt werden soll und sie nicht wissen, an welcher Position, zu welcher Position sie dann gelangen, immer schauen werden, dass sie das Minimum maximieren. Also, dass sie quasi schauen, dass auch derjenige, der am wenigsten bekommt, noch das Bestmögliche oder meistmögliches bekommt. Man kennt das auch schon als Kind, ganz klassisch, wenn es Streitigkeiten darüber gibt, wer welches Stück bekommt, zum Beispiel bei der Pizza, dann sagt man, einer darf teilen, also darf die Pizza in Stücke schneiden und der andere darf als erstes wählen. Dann wird derjenige, der schneidet, also so die These, meistens versuchen, das möglichst gleich zu machen, also in gleiche Teile zu teilen, damit er selbst, der ja als letztes wählen darf,
immer noch ein gleichwertiges Stück bekommt. Das ist ganz klassisch eben eine Maximinregel. Es gibt aber noch andere Beispiele dafür. Nehmen wir an, es wird eine Gesellschaft entworfen und es gibt hier drei Modelle, die man hier links sieht. Hier handelt es sich um die Verteilung von Goldmünzen und eben in diese Abstände sind, das erste Modell ist relativ also angelegt, dass es doch auch schon so mittelmäßig Reiche gibt, die beim Staat 300 Goldmünzen bekommen, andere 7 Goldmünzen. Modell 2 eben bekommt derjenige, der am wenigsten bekommt, 13, der am meisten bekommt 37, also man sieht, hier ist die Spanne am geringsten. Und dann noch ein radikaleres Modell, die am wenigsten bekommen, bekommen nur 5 Goldmünzen und die meisten bekommen 4000, also eher sozusagen unsere Gesellschaften von heute. Und jetzt ist die These eben die, wenn nun Menschen, die nicht wissen, welche Position sie gelangen werden, ob sie eben am meisten oder am wenigsten bekommen, wählen müssten zwischen Modell 1 bis 3, so würde die große Mehrheit Modell 2 wählen, weil man immer sich in die Situation und Lage versetzt, dass man eventuell derjenige ist, der am schlechtesten gestellt ist. Und dann möchte ich doch das meiste eben, wie gesagt, rausholen können. Also das Minimum maximieren. Und das wäre hier eben Modell 2, also von 13 bis 37 Goldmünzen. Das würde man noch als das gerechteste Modell auffassen. Kann man sich mal selber sehr gut fragen, wie man selbst entscheiden würde. Es gibt noch ein anderes Beispiel, das man, finde ich, auch sehr gut verwenden kann, wenn man mit Kindern philosophiert. Diese Frage, man strandet auf einer Insel, sagen wir, es sind 4 Menschen und sie müssen sich überlegen, wie sie nun das Inselleben strukturieren. Und es gibt 4 Funktionen, die verteilt werden. A, eben Inselbesitzer, B, Manager der Insel, C, Arbeiter, D und D, der Diener. Und nun ist eben die Frage, nun muss man aushandeln, wer soll und was leisten und unter welchen Bedingungen. Und es wird danach im Losverfahren gezogen, A, B, C, D. Und nach dem Rawlschen Diktum und der Annahme dessen, wie wir uns in solchen Verhandlungen verhalten würden, wäre, dass wir wahrscheinlich versuchen würden, die Situation des Dieners am besten zu gestalten, zumindest das rauszuholen, was in seiner Position möglich ist. Ja. Es werden sich diese 4 Menschen wahrscheinlich nicht auf ein sehr ausbeuterisches System einigen, wo einfach nur der Inselbesitzer nichts tut und am meisten besitzt. Und das ist eigentlich genau der Punkt, also nochmal dieser Maximin-Regel und der Vorstellung von Rawls, dass wir uns eben nach diesen Kriterien entscheiden würden. Auch das eben kann man mal durchspielen. So, was sagt Rawls nun genau? Auf welche grundsätzlichen Prinzipien würde man sich in einer solchen Situation hinter dem Schleier des Nichtwissens einigen? So. Rawls sagt, ich behaupte, dass die Menschen im Urzustand 2 Grundsätze wählen würden. Einmal die Gleichheit der Grundrechte und Pflichten, zum anderen den Grundsatz, dass soziale und wirtschaftliche Ungleichheiten, etwa verschiedener Reichtum und verschiedene Macht, nur dann gerecht sind, wenn sich aus ihnen Vorteile für jedermann ergeben, insbesondere für die schwächsten Mitglieder der Gesellschaft. Also, ich bringe es gleich noch etwas genauer, wie er das noch ausformuliert hat. Das erste ist also die Frage von Grundrechten, ganz klar, oder auch Grundfreiheiten. Und darauf würde man sich einigen, so nimmt er an. Und als zweites eben dieser Grundsatz, wenn es nun eben aufgrund des Arbeitens und des Erwirtschaftens und so weiter zu Ungleichheiten kommt, also sagen wir mal reich und arm, dann dürfte dies nur passieren, wenn jedes Mal dann, wenn jemand noch reicher wird, automatisch eben auch für die am schlechtesten Gestellten etwas davon abfällt. Also das heißt, wenn sich auch deren Status und deren Besitz dadurch äquivalent vermehrt. Also so sagt, dann würde man zumindest entscheiden, wenn man nicht weiß, in welche Situation man, in welche Position man hineingeboren wird. Formuliert das nun noch ein bisschen präziser, also es kommt zu diesen folgenden 2 Grundprinzipien. Das erste eben, jede Person hat den gleichen unabdingbaren Anspruch auf ein völlig adäquates System gleicher Grundfreiheiten, das mit demselben System von Freiheiten für alle vereinbar ist. Was gehört zu diesen Grundfreiheiten für Rawls?
politische Freiheit, Rede- und Versammlungsfreiheit, Gedankenfreiheit und die Unverletzlichkeit der Person und ein Recht auf persönliches Eigentum. Also das sind im Prinzip eh Klassiker. Und B, das ist nun das zweite Prinzip. So, da kommt jetzt eben diese Ungleichheit mit ins Spiel. Soziale und ökonomische Ungleichheiten müssen zwei Bedingungen erfüllen. Zwei. Erstens müssen sie mit Ämtern und Positionen verbunden sein, die unter Bedingungen fairer Chancengleichheit allen offen stehen. Also da haben wir einen Egalitarismus wieder, der beim schon vorne ansetzt, also da, wo es um die gleichen Chancen geht. Und zweitens müssen sie den am wenigsten begünstigten Angehörigen der Gesellschaft den größten Vorteil bringen. Das heißt also auch hier zumindest den Versuch, eine Art von ausgleichender Gerechtigkeit herzustellen, indem also jene, die am wenigsten haben, auch immer davon profitieren, wenn jemand anderer seinen Reichtum vermehrt. Ja. Und weil eben hier eine gewisse Ungleichheit sehr wohl akzeptiert wird, ja, nennt man das eben auch dieses Differenzprinzip. Grafisch könnte man das jetzt auch so darstellen, dass es eben erstens diesen Gerechtigkeitsgrundsatz gibt. Ja. Hier kommen also diese Grundfreiheiten mit rein, wie wir links sehen. Die wiegen, jetzt kommt es nämlich auch auf den Vorrang drauf an, die wiegen schwerer. Also das ist einmal, die stehen auch in dieser Priorität und in der Liste ganz oben. Dann eben als zweites gibt es den Gerechtigkeitsgrundsatz, der sich bezieht auf Chancengleichheit. Ja. Das wiegt wiederum etwas schwerer, also weniger schwer als die Grundfreiheiten, aber etwas schwerer als die Leistungsfähigkeit, also im Sinne der Ungleichheit. Ja. Das heißt, zunächst müssen, wie gesagt, Chancengleichheit müssen die gleichen Ämter, Positionen und so durch gerechte Strukturen überhaupt zugänglich sein für alle. Und wenn dem so ist, dann kann Ungleichheit akzeptiert werden. Aber dann wieder mit dieser Bedingung, dass auch den schlechter gestellten es dann besser geht. Nun hat das Ganze relativ viele Voraussetzungen natürlich. Also wie man zu diesen Prinzipien gelangt, das ist recht voraussetzungsvoll und das kann man natürlich auch diskutieren. Denn erstens also muss es diese Gleichheit geben, dass alle mitwirken können an dieser Entscheidung. Außerdem nimmt Rawls schon an, dass es einen gewissen Gerechtigkeitssinn in jedem Einzelnen gibt, denn sonst würden wir nicht nach diesen Prinzipien, nicht mal nach der Maximinregel entscheiden. Ja? Er geht auch davon aus, dass die Menschen, die daran teilnehmen, zum vernünftigen Argumentieren und zu einer widerspruchsfreien Logik in der Lage sind. Also auch nur dann kann es natürlich ernst genommen werden, das Ergebnis, das jeweilige. Dann muss es ein gegenseitiges Desinteresse geben, das meint, es dürfen keine Emotionen mit im Spiel sein, wie Neid, nicht mal Liebe, also solche Dinge. Es soll also wirklich ein entemotionalisierter Prozess sein. Er nimmt aber auch an, sozusagen anthropologisch, dass jeder ein Bedürfnis nach Grundgütern hat. Denn wenn dem nicht der Fall wäre, würde man sich kaum einigen. Wenn es jetzt jemanden gibt, der sagt, er will prinzipiell nichts, ja, oder gar nichts, dann ist wahrscheinlich die Einigung der Verteilung wieder auch schwierig. Und dann eben diese Voraussetzung des Schleiers des Nichtwissens, wo wir also unsere Position in der Gesellschaft völlig ignorieren müssen, aber, und das ist auch nochmal ein bisschen schwierig, nicht unsere Kenntnisse über gesamtgesellschaftliche Zusammenhänge. Denn was Rawls nicht will, und das geht ja auch gar nicht, ist, dass wir sozusagen vergessen, wie Gesellschaft bisher sich strukturiert hat. Denn es gibt ja viele Mängel und Ungerechtigkeiten. Und erst wenn ich das erkannt habe und weil ich das weiß, komme ich auch zu einem anderen Schluss. Also man darf auch nicht alles vergessen, so dieses Grundverständnis. Ja. Man sieht jetzt wahrscheinlich schon, dass man darüber natürlich auch diskutieren kann, dass es da eventuell ein paar Fragen gibt. Vielleicht kurz noch, bevor wir eben zu diesen Fragen und zur Kritik kommen, es ist schon sehr spannend, dieses Gedankenexperiment generell anzuwenden. Ein weiteres Beispiel könnte zum Beispiel sein, wenn wir uns überlegen, dass in einem solchen fiktiven Urzustand Menschen und Tiere zusammensitzen und darüber verhandeln, wie mit Tieren umgegangen werden soll. Also auf was würde man sich dann einigen, wenn man nicht wüsste, ob man als Tier wiedergeboren wird? Also ist es dann eben immer noch eine Tierhaltung denkbar und möglich? Oder wäre es eben eine völlig vegane Gesellschaft zum Beispiel? Das ist natürlich auch ein interessantes Gedankenexperiment.
Nun, man hat eben schon gesehen, also es gibt jetzt nun, es gibt wahnsinnig viel Kritik und gab es und Vorwürfe und Einschränkungen und so weiter. Und Rawls hat aber auch immer wieder stets versucht, darauf zu reagieren. Also erstens die Frage natürlich, ist das nicht alles viel zu utopisch? Es hat nie stattgefunden, es wird nie stattfinden, diese Situation. Inwiefern ist es überhaupt möglich? Rawls hat das, finde ich, relativ gut gegenargumentiert, indem er gesagt hat, also die meisten würden den Grundprinzipien, auf die er gekommen ist, durch einen solchen fiktiven Urzustand zustimmen. Und wenn dem so ist, ist es völlig egal, ob diese stattgefunden hat oder nicht. Wir stimmen zu und das sagt schon relativ viel aus und das nur, obwohl wir uns die Situation vorstellen. Also es ist natürlich nur eine vorgestellte Situation, aber das ist völlig egal, was rauskommt, ist trotzdem legitim. Das ist natürlich ein guter Punkt. Ein anderer Kritikpunkt ist eben die Frage, ob die Menschen wirklich so risikoscheu sind in diesem Urzustand, wie Rawls es annimmt. Also könnte es nicht dennoch sein, man stellt sich nochmal die Goldmünzen vor, ja, der wenigste bekommt, also der am wenigsten bekommt, bekommt 5, dafür der am meisten bekommt 4.000 und ich kann quasi gamblen. Also warum nicht? Ja? Kann es nicht auch Menschen geben, die sagen, gehen wir auf volles Risiko? Ja? Die eine andere Kritikpunkt eben, das habe ich schon erwähnt, das ist die Frage, warum kommt das Gerechte vor dem Guten? Also sollten wir uns nicht zunächst überlegen, was eben für den Menschen das gute Leben bedeutet oder andere Tugenden, bevor ich zur Frage der Gerechtigkeit komme. Michael Sandel, der ja auch Harvard-Professor und ein aktueller politischer Philosoph ist und auch, finde ich, sehr spannende Theorien hat, auch der hat Kritik geübt, indem er gesagt hat, dass vor allem vernachlässigt wird, dass der Mensch eben dieses Zoon Politikon ist von Aristoteles, also dass die Gemeinschaft eigentlich schon die Voraussetzung ist für die Entwicklung dieser Begriffe, die Rawls anwendet, des Guten und des Gerechten. Und das wird eigentlich dann aber unterschätzt, weil Rawls eine Situation wieder sehr im liberalistischen Dogma sozusagen sich ausdenkt, wo jedes Individuum wieder einzeln dabei ist, einzeln verhandelt und von sich aus spricht und denkt und nicht schon sich als Gemeinschaftswesen versteht. Ja. Das eben auch das, und das leitet über zu dieser Kritik, die besagt, dass es sich hier um solche fiktiven Selbste handelt. Die sind total eigentlich wie Klone. Neutral, sie wissen eben nichts über sich und ihre Position. Und da stellt sich die Frage, ist das noch politisch und ist das überhaupt noch ein demokratischer Aushandlungsprozess? Denn zu einem demokratischen Prozess gehört ja gerade, gehören Interessen und gehört, dass man eben, dass sich verschiedene Parteien auch gemeinsam formieren, weil sie ähnliche Interessen haben und dann argumentieren, aber dass sie gerade nicht unparteiisch sind. Ja. So, also auch diese Frage könnte man eben stellen. Und eben, dass die persönliche Erfahrung gerade so wichtig ist hier in diesen Willensbildungsprozessen, auch was Empathie betrifft und so weiter. Das heißt, Rawls hat sich hier ziemlich in die Mitte gesetzt und dadurch natürlich viel Kritik geerntet, weil man sieht, er hat eben die Freiheitsaspekte, also dieser klassisch-liberalen Theorien, mitgenommen, aber eben auch die Gerechtigkeitskonzepte. Also beide Dimensionen spielen bei ihm ja eine wichtige Rolle. Und so wird er einerseits von neoliberal-konservativer Seite kritisiert, die eben auch sagt, dass es sich hier um eine Gleichmacherei handeln würde und eben viel zu wenig, dass der Einzelne, das Individuum respektiert werden würde. Und auf der anderen Seite aber auch von sozialistischer Seite die Kritik, dass eben zu viel Individualismus und zu viel der individuelle Freiheitsbegriff und die Ungleichheit wieder zur Geltung kommen würde. Keine leichte Position, das ist klar, aber es war eben doch, wie gesagt, oder es ist vielleicht die bedeutendste politische Theorie des 20. Jahrhunderts, auf jeden Fall doch, denke ich, sehr produktiv, sich damit mal auseinanderzusetzen und darüber miteinander in die Diskussion zu kommen.